Hast du schon mal im Kino gesessen und geweint? Und du wolltest, dass es keiner sieht? Warum? Dieser Frage werden wir heute nachgehen. Hallo, ich bin's wieder, Thomas Friebe, Profisprecher und Coach. Und ich freue mich, dass du da bist. Heute geht es um Emotionen. Und eine große Emotion hatte ich vor ein paar Wochen. Da habe ich mir nämlich die Kreuzbänder gerissen oder das Kreuzband gerissen und da hat es kräftig Autsch gemacht am Strand von Holland. Und deshalb sitze ich, vielleicht wunderst du dich, denn ich bin die nächsten Wochen auf Krücken angewiesen. Dann darf ich auch mal sitzen, oder? Ja, aber ich will kein Mitleid, sondern wir wollen direkt reinspringen. Es geht um Emotionen. Jürgen hat mir geschrieben, wie kann ich eine souveräne Rede in emotionalen Situationen halten, ohne dass mir gleich die Tränen in die Augen schießen und die Stimme zittrig wird. Emotionale Situationen sind für mich zum Beispiel Familienfeiern, Geburtstag, Hochzeit, aber auch Beerdigungen. Ja, und als ich das Thema so im Team diskutiert habe, da kamen auch direkt aus den Reihen der Mitarbeiter verschiedene Geschichten, die mich wirklich sehr berührt haben. Einer erzählte, dass ein Onkel immer eine Rede hält und er eigentlich am meisten ergriffen ist. Wenn er schon aufsteht, dann hat er schon fast Tränen in den Augen und das ist sehr anstrengend für ihn und auch für die ganze Familie. Und ein Mitarbeiter erzählte, das hat mich sehr getroffen, von einem Mitschüler, der gestorben war und die ganze Klasse dann in der Kirche war bei der Trauerfeier und er sich sehr konzentrieren konnte, wenn er nur daran gedacht hat. Aber sobald er mit anderen gesprochen hat, also nach dem Gottesdienst, da brach es aus ihm heraus. Und bei vielen anderen war das auch so aus seiner Klasse. Wenn sie sich konzentriert hatten, wenn sie also nur praktisch zugehört haben, den eigenen Geist lenken konnten, da funktionierte das. Aber selbst bei anderen Themen danach und dann auch noch Stunden später kamen immer wieder diese Gefühlsausbrüche, sodass er gar nicht sprechen konnte. Und da sehen wir schon, es gibt eine Verbindung zwischen dem Sprechen auch und unseren Emotionen. Und mir selber ist es neulich erst, und das ist noch gar nicht lange her, vor ein paar Tagen, vorletzte Woche passiert, dass ich einen sehr bewegenden Brief bekommen habe von einem Verwandten. Und der schrieb auch ein paar Zeilen über meinen verstorbenen Vater. Und den wollte ich meiner Familie vorlesen, meinen Kindern, meiner Frau. Und als ich ihn vorher gelesen hatte, war das völlig in Ordnung für mich, fand ich schon berührend. Aber als ich ihn dann vorlesen sollte, musste ich richtig in Tränen ausbrechen. Und dann standen so die Kinder um mich herum und schauten mich mit großen Augen an. Und ich musste dann erklären, ja, das ist manchmal einfach ein übermannt und überwältigt, wenn man so emotional, wenn Emotionen hochkommen. Kinder verstehen das, denn die weinen ja schon mal häufiger. Und es gibt verschiedene Studien auch. Man hat neulich eine Studie gemacht vor 4 Jahren und hat die Leute gefragt, wann sie im vergangenen Jahr geweint haben. Und von den Männern und Frauen, die da zu gleichen Teilen befragt wurden, war es so, dass 18,5% im Kino geweint haben und 19,5% eben bei Trauerfeiern. Und im Kino, interessanterweise, weinen mehr Frauen als Männer. Bei den Männern sind es nur ungefähr 5%. Und dann gab es noch andere Möglichkeiten, wo man weinen hätte können, vor Glück oder beim Streit. Aber da waren dann wesentlich weniger Prozent. Also die großen Einheiten waren im Kino oder eben bei Trauerfeiern. Ja, ganz interessante Zahlen fand ich. Aber jetzt mal weg von der Statistik hin zu dem, wie du es anwenden kannst. Also wie gelingt es dir, dass dir nicht die Tränen in die Augen schießen oder deine Stimme direkt zittrig wird? Und dazu habe ich 2 ganz tolle Ideen bei Viktor E. Frankl gefunden. Viktor E. Frankl habe ich schon des Öfteren hier zitiert. Er war Psychologe, hat das KZ, sogar verschiedene KZs überlebt und hat das wunderbare Buch Man's Search for Meaning geschrieben. Trotzdem ja zum Leben sagen, ein Psychologe überlebt das KZ. Tolles Buch, wer sich mit Sinnfragen auseinandersetzt, sollte das unbedingt lesen. Und er hat die Logotherapie entwickelt, eine Psychotherapie, die mehr die Sinnhaftigkeit beleuchtet. Und er hat
dazu zwei Ideen. Einmal die sogenannte paradoxe Intention. Und das ist, dass er Patienten vorgeschlagen hat, bei nächster Gelegenheit bei den Sachen, die sie nicht so gut können, versuchen, Weltmeister darin zu sein, sie nicht so gut zu können. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du Sorge hast, dass dir die Tränen in die Augen schießen, versuche direkt am Anfang so viele Tränen in die Augen schießen zu lassen wie möglich oder mit so zittriger Stimme wie möglich zu sprechen, dass du sozusagen dir vorstellst, du wärst ein Weltmeister darin. Und diese paradoxe Intention sorgt dann dafür, dass es nicht passiert. Interessanterweise. Also spannend. Und eine andere Sache ist die Dereflexion, so nennt sie Viktor Frankl. Und das ist das, dass man sich einfach vornimmt, diese Symptome nicht zu beachten. Also die zittrige Stimme einfach nicht zu beachten. Also man kann natürlich nur das eine erstmal und dann das andere machen, aber das sind ja hier Konzepte, die du jetzt direkt anwenden sollst. Überlege dir, ja, ich beachte das gar nicht. Und zwar sagt Frankl, besonders auf ein lohnendes Ziel hinzuarbeiten. Und das deckt sich ja wieder mit dem, was ich oft sage, mit der Audiovisualisierung. Stell dir in Wort und Bild und Ton und allen Farben vor, wie du die Situation gerne hättest. Also, bevor du eine Rede hältst und du sie vorbereitest, und du weißt, oh, das könnte eine emotionale Situation werden, Hochzeit, Trauerfeier oder Geburtstag, das könnte mich zum Weinen bringen. Stell dir vor, dass du souverän da durchgehst. Stell dir vor, dass du eben nicht so emotional angegriffen wirst, sondern dass du das mit Freude machst. Oder bei einer Beerdigungsrede mit Fassung, dass du die innere Stärke vorher spürst und dann wird es dir auch gelingen. Und ein dritter Punkt ist, und das mache ich immer wieder, gerade mit Redeangstpatienten, Klienten, sind keine Patienten, ich bin ja Coach, kein Therapeut, also mit Redeangstklienten, die einfach die Haltung zu verändern. Es verändert sich so viel, wenn du deine innere und äußere Haltung änderst. Also wenn du deine äußere Haltung änderst, veränderst du auch die innere Haltung. Das bedeutet, wenn du bei dieser Rede beispielsweise bist und du merkst, die Tränen kommen, dann stell dich noch mal extra aufrecht hin. Atme noch mal extra tief in den Bauch. Atme die Dinge weg. Und mir hilft immer ganz stark, ein klares Bild davon zu haben, was gar nichts da mit der Situation zu tun hat, sondern mit einer ganz schönen Situation. Das musst du dir vorher, vor der Rede überlegen. Bei mir zum Beispiel ist es Skifahren. Deshalb habe ich mich operieren lassen, weil mit einem gerissenen Kreuzband kann ich nicht mehr Skifahren. Aber ich stelle mir immer vor, in Situationen, wo es mir nicht so gut geht, wow, Ski zu fahren. Und ich bin direkt viel besser drauf. Also überlege dir ein Bild, eine Situation, die du hast, die dich direkt, wenn du daran denkst, in der Situation, wenn du etwas vorträgst, was vielleicht emotional anstrengend ist, was du hast, was du dir durch irgendeinen Trigger, vielleicht drückst du dir auf den Finger hier, auf den großen Finger, und dann wird dieses Bild ausgelöst. Also denk dir im Vorfeld, das ist Teil deiner Vorbereitung, ein Bild, was dich direkt in eine andere emotionale Situation bringt. Und die letzte Möglichkeit ist, ich habe dir das Beispiel eben gebracht mit dem Brief, den ich vorgelesen habe. Lass es zu. Wenn es ein enger Kreis ist, ja Gott, das sind die engsten Verwandten. Die dürfen dich auch mal weinen sehen. Wenn es ein größerer Kreis ist und du das nicht möchtest, okay. Aber zulassen könnte vielleicht auch mal eine Lösung sein. Gut, ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen und vielen anderen. Schreibt mir gerne, was ihr auf dem Herzen habt, wie ich euch helfen kann. Alles Liebe, euer Thomas Friebe. Hey, wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben, über einen Kommentar oder auch, wenn du den Kanal abonnierst. Und in der Videobeschreibung gibt es auch den Link zum Podcast. Das hat der Jürgen auch geschrieben. Vielen Dank für diese neue Podcast-Serie und deine vielen Videos. Aber gerne doch. Also runter in die Beschreibung und Podcast hören auf iTunes oder Spotify oder podcaster.de, wo auch immer. Hinterlass mir auch da gerne einen Kommentar. Ich freue mich auf ganz bald. Alles Liebe, dein Thomas Friebe.